Hallo und willkommen zurück zu GTA Online. Wieder zu zweit. Danke für den Kuss. Dankeschön. Und wir müssen jetzt. Wir hatten letztes Mal Schlag auf Schlag verkackt. Und du hast gezeigt, dass du einen richtig starken rechten Haken hast. Wenn du dir hier seit der letzten Folge eine Garage gekauft hast. Will dich ja nicht irgendwas muss ich ja machen, ne? Will dich nicht außen vor lassen. Hast du gesagt, wir machen Sachen. Also wir holen einen Bohrer für die Tresors. Und das andere habe ich schon wieder vergessen, was wir machen. Ja, wobei ich überlege halt, ob es mit zwei Mann wirklich von der Zeit her reicht. Wir machen es sicherheitshalber mal. Ja, denn, ja, wir können ja das, wenn wir es übrig haben, so, weißt du? Ja, kann ja nicht schaden, ne? Nö, ist ja nur optional. Dann. Genau. Dankens Lieferung wollten wir machen, genau. Yep. Die machen wir auch noch. Also wollten wir machen, wolltest du machen. ich mach bei allen. Nee, wollten wir. Wenn du sagst, wir holen, dann machen eine Strip-Party, dann mach ich da auch mit. Hab ich nichts zu sagen. Cool. Aber im Livestream. Wenn du sagst, wir nehmen Koks und dann okay, scheiß Wetter. Ja, das soll ich nie nehmen. Ja, wir nehmen Koks und? Ja, wenn wir irgendwann so eine Koks-Party haben, wo wir ganz viel Koks nehmen, mach ich auch mit. Aber nur wenn es dein Leben war. Ich hinterfrage es, mach einfach nur mit. Ja. So. Ja. Nein, Kopfhörerkabel. Achso, oh. Da war eine Wand. Ey. Das Kitzelt mich die ganze Zeit und ich muss es irgendwie versuchen über die Schulter zu halten, weil ich gerade nur im T-Shirt bin, weil mir arschwarm ist. Wir haben Ende April. Das ist gerade mal Frühling. Es sind nicht mal 20 Grad draußen. Und ich schwitze wie eine besenkte Sau. Jetzt weißt du, wie ich mich wirklich jeden Tag fühle. Bei jeder Temperatur. Ja. Je wärmer es ist, desto schlimmer ist es. Das Ding ist halt, es ist irgendwie nur nachts. Weißt du wieso? Vielleicht liegt daran, dass ich nicht raus kann. Ich werd wahnsinnig. Tja, ich war heute nicht raus. Ich bin schon längst wahnsinnig. Das ist schon Ewigkeiten. Ich glaube, Moment, an dem ich wahnsinnig wurde, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, hat mich so ein Hurensohn angeschrieben. Genau. Dem habe ich keinen Kontakt mehr. Ah, der hat dann, das hat mich da auf YouTube angeschrieben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ist er seinem Drogenkonsum verkommen. Oder er ist zu seinem wahren Vater zurückgekehrt. Gott. Stoff down. Ja, ist ja das gleiche. Ja. Ja. Stimmt an sich, es kann auch beides passiert sein, hast recht. Das war schon ein echter schlimmer Finger, du. Wow. Vier Personen hätten in ihm reingepasst, du. So ein Ding war das. Selbst ein Blauwal war schlanker. Ja, aber jetzt von seiner Keimen? Ja. Okay, cool zu wissen. Definitiv reiner Keimen. Du hast doch Chris anders kennengelernt. Du bist ein Arsch. Das ist ja auch nicht. Das ist. Chris nenne ich ja auch heimlich immer Anti-Rainer Kallmund. Das komplette Gegenteil ist. Stimmt. Also ne? In mehreren Bereichen. Erstens, Rainer Kallmund isst leidenschaftlich gerne wahrscheinlich Fleisch.
Und Chris braucht einfach nur kurz anpusten und schon fliegt er oben. Erstens, Chris kann sich 10-mal hinter einer Kalmund verstecken. Und Rainer Kalmund kann 10-mal Chris essen. Das, ja, das alternativ würde auch gehen. Rainer Kalmund müsste auch ihn 10-mal essen, um überhaupt satt zu werden. Ja. Weil, ne, ist halt nicht viel an den Knochen dran, ne? Dann... Darauf wollte ich hinaus, danke. Scheiße. Ups. Ich weiß nicht, wo ich das kann. Ich hab grad total die Orientierung verloren. Wir fahren zu einer Bosch. Aber ich bin Polizist! Nein! Sollte schon damit durchgehen. Willst du dich nicht verkleiden? Warum sollte ich mich verkleiden? Wir haben keinen Karneval. Oh, was so? Ja. Also. Ist bei mir. Hä? Ich war doch bei dem Ding. Oh. Ja, Gott, war das. Also ja, das sind Polizisten, die sind nicht wirklich gut auf uns zu sprechen. Natürlich schießen die da. Okay. Ich bin bewaffnet. Okay. Du weißt, wo wir uns sehen. Jo. Ich kenne den Weg. Der... Betonmischer Fahrer kennt den Weg. Hinterfrag nicht, wieso ich gerade gestoppt habe. Mach ich nicht. Okay. Cool. Es wäre mir peinlich zu sagen, dass ich nicht auf das Wort Beton kam. Na dann. Bist du, die wollen schon los? Noch nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die wollen schon los. Ich? Ja. Das freut mich. Ich bin nämlich über die Berge gefahren. Ah, lalalala, lala. Rückwärtsgang. Scheiße, das war zu weit. Ja? Was ist das Problem? Ja, die Straße ist irgendwie abgesperrt, ne? Why, hello, how you doing? Würde ich jedenfalls sagen. So you don't wanna get in serious. Das wäre jedenfalls für mich ein Problem. Also an deiner Stelle.
Lecker. Ah, so. Ging doch. Einfach. Easy. Easy. Keine Probleme. Alles lief nach Plan. Ach, gar nicht erst. Ich kann dir das zu 100% versichern. Möchtest du wissen, was mein Problem war? Ja. Ich habe meinen Betonmischer auf einer Leitplanke geparkt. Ich kam nicht mehr mit dem weg. Warum macht man sowas? Weil ich rückwärts gefahren bin, gemerkt habe, dass die Bullen immer näher kommen, ich mich dann umdrehen wollte, um schneller zu sein, nicht gesehen habe, dass da eine Leitplanke ist, über die Leitplanke gefahren, gesehen, dass da eine Leitplanke ist, wollte wieder nach vorne fahren und dann hing ich. Dann habe ich Lester angerufen. Während ich angeschossen wurde. In meinem Betonmischer. Gut, mit dem Betonmischer kam ich so oder so dann nicht mehr weg, aber konnte mir dann in Ruhe ein Auto klauen. Ist zwar kein Betonmischer, ich bin auch sehr enttäuscht darüber, dass ich ihn nicht behalten konnte. Aber naja, man kann nicht immer alles haben. Genau. Ich hoffe, du hast noch ein paar Raketenwerfer. Hoffe ich auch. Ansonsten musst du dir gleich noch welche holen. Das tue ich dann. Falls ich keine habe. Sehr gut. Zack. In der Zeit stoße ich irgendwelche Autos von der Fahrbahn. Zack. Das war total unnötig, was ich gerade gemacht habe, aber egal. Also wenn ich gerade hier schon stehe. Zwei Schuss. Das reicht nicht. Okay. Du kannst im Interaktionsmenü kannst dir Munition holen. Nö. Doch? Nö. Doch? Nö. Okay. Denn ich wollte sowieso noch was bei Ammunition machen. Okay. Weil mich etwas gestört hat. Und das kann ich dann machen. Dauert ein bisschen, bis die Bohrmaschinen ankommen. Ich muss dir vorstellen, ich bin ein Hermes-Paketbote. Okay, die Bohrmaschine kommt nie an. Ja. Bei meinem Glück, ja. Ja, wenn du sagst, du bist ein Hermes-Paketbote, dann kommt es nie an. Dann kann ich so oft zu Hause sein, wie ich möchte. Das ist die Verspätung. Geht nicht. Also an sich wäre ich jetzt gleich da. An sich, weil ich noch nicht komme, ich fahre ein bisschen weiter zum Ammunition. Du bist halt ein Hermes-Paketbote. Ja. War direkt dann vorbei. Die machen das auch immer. Sind eigentlich schon fast da, aber fahren die erstmal noch zum Ammunition. Weil ich beklaut werde. Nee, dann um sich dann hoffentlich die Kugel zu geben. Achso. Achso, und deswegen kriegst du nicht deine Pakete. Die bringen sich alle um. Ja. Ja, Bruder. Ja. Ich möchte mir was kaufen, Spiel. Ah, danke. Let me know if you need any help. Ah, ich kann das erst ab 100 holen. Das ist blöd. Das ist blöd. All my windows at home covered by 2x4s. Kompakt Granatenwerfer. Das wäre schon. Das wäre gut, aber. No shit, du bist halt wirklich wie ein Hermes-Paketbote. Ja. Ich muss grad.
Mann, was kaufe ich mir? Glaube ich, muss ich damit leben. Das ist blöd. Gibt's einen tollen. Oh, einen pinken Lenkraketenwerfer. Ja, den brauchst du. For when a little bitty weapon just ain't enough. Ach komm. Bist du denn schon bereit? Da. Ich komme. Brauchst du nicht. Wieso? Ich hab's schon abgeliefert. Oh, das bin meine Sachen geklaut. Du bist ein herbes Paketbote, das ist jedes Mal so. Ich darf irgendwo hinlaufen, um das Paket abzuholen. Ich habe jetzt meine Sachen gekauft. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Warte. Nee, zu spät. Okay. Du brauchst einfach nur dein Auto. Mehr brauchst du nicht. Aber cut off their supply. He's got a bunch of weapons and equipment shipments coming into the city. Get out there and destroy as many as you can. Bend die Folge jetzt, Mann. The more these shipments you can find and destroy, the less they can use to find and destroy you. You get that? You see what I All right, vamos. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.